Liebe Zuschauer, wie bei allen Völkern, so gab es bei den Römern auch ursprünglich eine Naturalwirtschaft. Gebräuchlichstes Tauschgut war das Vieh. So ist auch das lateinische Wort für Geld, pecunia, pecuniae, abgeleitet von pecus, pecudis, das Vieh. Bei Einführung der Geldwirtschaft prägte man zahlreiche Münzen mit Abbildungen von Tieren. A servio rege, es nota pecudum signatur. Vom König Servius wird das Erz, gemeint ist das Geld, mit dem Kennzeichen von Tieren geprägt. Nun wie üblich zunächst die unbekannten Vokabeln. Es, eris, neutrum, Erz, Kupfer, Bronze. Nota, note, femininum, Zeichen, Kennzeichen. Pecus, pecudis, femininum, das Stück Vieh. Signare, mit einem Zeichen versehen, prägen. Vom König Servius wird das Geld mit dem Kennzeichen von Tieren geprägt. Die Münzen bekommen rasch einen Eigenwert. Denarius pro decem libris eris valuit. Ein Denar galt für 10 Pfund Kupfererz, oder ein Denar hatte einen Gegenwert von 10 Pfund Kupfererz. Denarius, denarii, masculinum, der Denar, eine in Rom sehr gebräuchliche Münze. Libra, librae, femininum, die Waage, das Pfund. Valere, wert sein, gelten. Ein Denar hatte einen Gegenwert von 10 Pfund Kupfererz. Dezem, 10, ist eine Grundzahl, eine Kardinalzahl. Ähnlich wie im Deutschen werden auch im Lateinischen die meisten Zahlwörter, wie hier Dezem, nicht dekliniert. Davon ausgenommen sind die Zahlen von 1 bis 3. Diese Deklinationen wollen wir uns jetzt ansehen. Unus, una, unum. 1 hat folgende Formen. Unus, una, unum. Unius, unius, unius. Uni, uni, uni. Unum, unam, unum. Uno, una, uno. Duo, due, duo, 2 wird wie folgt dekliniert. Duo, due, duo, duorum, duarum, duorum, duobus, duabus, duobus, duo oder duos, duas, duo, duobus, duabus, duobus. Bei tres, tria, 3, wird für das Maskulinum und für das Femininum die Form tres gemeinsam gebraucht. Tres, tria, trium, trium, tribus, tribus, tres, tria, tribus, tribus. Nicht dekliniert werden die folgenden Zahlen bis 100. Quattuor, 4, quinque, 5, sex, 6, septem, 7, octo, 8, novem, 9, decem, 10.
Die Zahlen von 11 bis 17 sind aus 1 und 10, 2 und 10 und so weiter zusammengesetzt. Undezim 11, Duodezim 12, Tredezim 13, Quatordezim 14, Quindezim 15, Sedezim 16, Septendezim 17. Zehnerzahlen mit 8 oder 9 werden in der Regel durch Subtraktion gebildet. Also 18 gleich 2 von 20. Duo deviginti 18. Undeviginti 19. Die Zehnerzahlen lauten Viginti 20, Triginta 30, Quadraginta 40, Quinquaginta 50, Sexaginta 60, Septuaginta 70, Octoginta 80, Nonaginta 90, Centum 100. Die folgenden Hunderterzahlen von 200 bis 900 werden wie die Adjektive der A- und O-Deklination dekliniert. Zum Beispiel Duzenti, Duzente, Duzenta, 200. Die übrigen Hunderterzahlen finden Sie im Begleitmaterial, ebenso die römischen Ziffern. Mille, 1000, ist indeklinabel, während Milia, Tausende, zum Beispiel in Duo Milia Hominum, 2000 Menschen, dekliniert wird. Milia, Milium, Milibus, Milia, Milibus. 2245 Menschen heißt also Duo Milia, Duzenti, Quadraginta, Quinque, Homines. Wie an diesem Beispiel zu sehen ist, stehen deklinierte und nicht deklinierte Zahlen im Lateinischen nebeneinander. Die Endung der deklinablen Zahl richtet sich nach dem Geschlecht des Beziehungswortes. Triginta una femine, 31 Frauen. Triginta unus denarii, 31 Denare. Der Silberdenar mit einem Wert von 10 As oder 4 Sesterzen zu je 2,5 As wurde erst während des Zweiten Punischen Krieges 219 bis 201 vor Christus geschaffen. Ein Jahrhundert später war das römische Münzwesen, nicht zuletzt wegen der militärischen Erfolge der Römer, im ganzen Mittelmeerraum führend. Die schon erwähnten Tierbilder und Bildnisse von Göttern waren anfangs die Motive auf den Münzen. Cäsar erhielt durch einen Senatsbeschluss das Recht, sein Porträt auf Münzen prägen zu lassen. Sämtliche Kaiser folgten ihm darin. Zum Beispiel Octavianus Augustus, Claudius, Marc Aurel, Hadrian. Die Münzen sind so zu wichtigen Dokumenten geworden, da sie oft Abbildungen von einzigartiger Porträttreue zeigen, wie hier von Brutus und Maxentius. Die römischen Münzen in eine heutige Währung umzurechnen ist sehr schwierig. Man sollte besser die Kaufkraft vergleichen. In Pompeji kostete zum Beispiel ein Pfund Brot etwas weniger als ein Ass. Ein Saisonarbeiter verdiente etwa 10 Ass am Tag. Der eingangs erwähnte König Servius lebte lange vor den Punischen Kriegen, zu einer Zeit, als das Kupfererz noch Zahlungsmittel war und in Barren geprägt mit Tierbildern verziert wurde. A Servio rege es nota pecudum signatur. Vom König Servius wird das Erz mit dem Kennzeichen von Tieren geprägt. Signatur, er sie es wird geprägt, ist eine Form des Indikativpräsens passiv. Wir sehen uns die entsprechenden Formen von amare an. Amor, ich werde geliebt,
Amaris, du wirst geliebt. Amatur, er sie es wird geliebt. Amamur, wir werden geliebt. Amamini, ihr werdet geliebt. Amantur, sie werden geliebt. Amor, Amaris, Amatur, Amamur, Amamini, Amantur. In der ersten Person Singular, Amor, sind die Vokale von Wortstamm A und Endung O zu einem Vokal O verschmolzen. Die Endungen des Passivs sehen wir uns noch einmal an. Or bzw. R, erste Person Singular, Riss, zweite Person Singular, Tur, dritte Person Singular, Mur, erste Person Plural, Mini, zweite Person Plural, Ntur, dritte Person Plural. Mit diesen Endungen wird auch der Indikativ Präsens Passiv von Monere gebildet. Konjugieren Sie bitte gleich mit. Monior, Moneris, Monetur, Monemur, Monemini, Monentur. Auch Audire geht nach dem gleichen Schema. Audior, Audiris, Auditur, Audimur, Audimini, Audiuntur. Nur bei der dritten Person Plural wird zwischen Stamm und Endung ein U eingeschoben. Audiuntur, was der Form im Aktiv entspricht, Audiunt. Bei den Verben der dritten Konjugation wird im Passiv ebenso wie im Aktiv zwischen den Konsonanten des Verbalstammes und der Endung ein Stammerweiterungsvokal eingeschoben. Legor, Legeris, Legitur, Legimur, Legimini, Leguntur. Im Infinitiv Präsens Passiv wird in der A, der E und der I-Konjugation die Endung Ri an den Verbalstamm angehängt. Amari, geliebt zu werden, geliebt werden. Moneri, gemahnt zu werden, gemahnt werden. Audiri, gehört zu werden, gehört werden. In der konsonantischen Konjugation wird nur ein I an den Stamm gehängt. Legi, gelesen zu werden, gelesen werden. Und damit möchte ich mich verabschieden. Auf Wiedersehen.